Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem Hauptaccount und heute ist es soweit. Wir haben Freitag, das heißt das BPL Team of the Season, was natürlich wunderhübsch ist. Hier nochmal zu sehen, gehen wir nochmal kurz drauf. Ist heute Abend beendet und es gibt natürlich ein neues. Und das habe ich euch schon vorbereitet, da werdet ihr das gleich schon mal sehen. Das gibt es aktuell noch nicht in den Packs. Allerdings ab 19 Uhr gibt es das neue Team of the Season und ja, es ist die Bundesliga. Das heißt, heute Abend wird es auf jeden Fall interessant werden im Stream. Der Stream ist heute Abend ab 18 Uhr. Wenn ihr Bock habt, schaltet da ein. Wenn nicht, dann nicht. Werdet ihr bestimmt was verpassen. Wir haben nämlich gestern schon so ein kleines BPL-Pack-Opening gemacht, um das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir haben gestern gezogen den guten Herrn Mahrez gleich zweimal. Das war auf jeden Fall relativ hübsch, weil er hat, glaube ich, gekostet 600, 700k, ich glaube 700k rum. Das heißt, alleine mit den zwei Mahrez-Sen haben wir ca. 1,5 Millionen gemacht. Dazu noch gezogen den guten Herrn Romelu Lukaku. Der ging noch für 350k, glaube ich. Dazu noch Smalling, der war nicht ganz so teuer, 150k, glaube ich. Und gezogen haben wir... genau, hier, Igalo, zweimal. Gut, der hat nur 40k gekostet oder so. Aber es war relativ erfolgreich, vor allem wegen zweimal Mahrez. Der hat ja noch ein bisschen was gekostet, sieht auch ziemlich schnuckelig aus. Wir haben auch mal gespielt, aber gestern hatte ich so ein bisschen Connection-Probleme. Das heißt, die Spiele waren so extremst delayed. Und deswegen konnte man es nicht so ganz testen, werden wir aber sicherlich nochmal machen. Allgemein haben wir hier aus dem BPL Team of the Season noch nicht so viel getestet, weil wir halt viel gezogen haben. Leider habe ich keinen Aguero gezogen. Vielleicht ziehe ich ja noch am Anfang ein, weil wie gesagt, der Stream ist ab 18 Uhr und da ist das Team of the Season BPL noch eine Stunde drinne. Da ziehe ich bestimmt nochmal so 2, 3, 4 Packs vorweg und vielleicht ist ja nochmal so ein Aguero dabei. Wenn nicht, auch egal, dann werden wir nämlich einfach kaufen. Weil ich will hier auf jeden Fall nochmal einige spielen. Auch hier sowas wie Smalling. Ich meine, der sieht pervers biestig aus und kostet nicht viel. Also 140k oder so für einen 88er IV mit den Werten ist jetzt eigentlich nicht so sonderlich viel. Und deswegen, da werden wir einiges nochmal testen. Aber was jetzt natürlich so ein bisschen im Mittelpunkt steht, das zeige ich euch jetzt mal. Und das ist das hier. Das Bundesliga Team of the Season. Und ja, ich kann euch ja mal vorher zeigen, was wir uns gedacht haben, was drin ist. Wir haben ja gestern so im Stream eine kleine Prediction gemacht, was drin sein könnte. Und da können wir mal ganz kurz drauf gehen. Wir lagen gar nicht so weit daneben. Hier, das wäre unsere Prediction gewesen. Aubameyang ist richtig, Lewandowski ist richtig, Müller ist richtig, Mkhitaryan ist richtig, Costa ist richtig. Gündi ist, glaube ich, falsch. Hummels ist richtig gewesen, glaube ich. Ich weiß selber, wir müssen es vielleicht nochmal kurz angucken. Auf jeden Fall in der Prediction Monster drin, Raphael, der ist auch drin, Darida, Dahoud, Dahoud ist auch drin, Xhaka, Wagner, Wagner ist auch drin, Chicharito ist drin, Fährmännchen ist drin, Tar ist drin, Zulu ist drin und ja. Also es war relativ gut eigentlich die Prediction. Jetzt aber so wie es aussehen wird, wie gesagt ab 19 Uhr in den Packs drin, steht auch da nochmal extra drauf. Und ja, wer ist drin? Fährmann, Hummels. Wie gesagt, die hatten wir drinnen, Tar, Hector. Hector hatten wir gestern auch kurz auf der Bank. Aber wir haben uns dann entschieden, ihn wieder runter zu machen. Ja, es wäre richtig gewesen. Hector ist nämlich auch drinnen. Ich hätte es mir halt vorstellen können wegen für Schmelzer. Weil Schmelzer war bei Most Consistent drinnen. Und Most Consistent wird ja von der Community gewählt. Und deswegen hätte das natürlich gut sein können. Naja, auf jeden Fall, Hector ist drinnen. Da Weiser, der war ja schon im Most Consistent mit drin, ist jetzt hier bei der Bundesliga auch nochmal mit drinnen. Kostic. Kostic wurde auch vorgeschlagen, aber irgendwie habe ich nicht so ganz dran geglaubt. Ich meine, Stuttgart jetzt nicht die weltbeste Season gespielt und ja, ich habe nicht so ganz dran geglaubt. Heißt nicht, dass er irgendwie schlecht gespielt hat oder so, aber er ist auf jeden Fall drin, auch mit relativ knackigen Stats. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ist halt nur ein 83er, wird deswegen auch nicht die Welt kosten. Das ist ja auch immer so die Frage nach Preisen von euch. Ich kann euch jetzt keine genauen Preise sagen, aber so einen Tar, so einen Hector, so einen Kostic, so einen Raphael, auch einen Raphael oder einen Chicharito, allein wegen 3 Sternen Skills nur, oder einen Kalou, weil er LM ist, oder Baumgartlinger, Sulu, Karius, Matip, Dahoud. Das komplette Team of the Season Bundesliga wird relativ günstig sein, was mir persönlich nicht so gefällt, weil ich packe am liebsten, wenn ordentlich was zu holen ist. Ordentlich teure Spieler. Und richtig teuer werden einfach nur
Lewandowski, Auba, Douglas Costa. Das war's wahrscheinlich. Müller. Also richtig, richtig teuer. Dass der Mkhitaryan auch nicht richtig billig sein wird oder den Hummels oder ein Fährmännchen, ist klar. Aber so richtig, richtig teuer wird, glaube ich, echt nur Auba, Lever, Costa und vielleicht noch Müller. Ich glaube, Müller Inform war nämlich zum Beispiel auch gar nicht so teuer. Ich könnte mal ganz kurz hier reingucken. Der letzte Inform hat gekostet. Ah, okay, gut. Das war sogar eine Man of the Match Karte. Und selbst der kostet nur 500k. Aber auch nur, weil so wenige nur auf dem Markt sind, ne? Also es sind nur 4 Stück auf dem Markt hier. Ich denke mal, der Team of the Season wird ein bisschen öfter auf dem Markt sein. Aber so richtig viele teure Spieler sind jetzt nicht dabei. Wir können das nochmal vergleichen mit dem BPL Team of the Season. Ich gehe nochmal ganz kurz da drauf. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Ich glaube, beim BPL Team of the Season waren noch ein bisschen mehr teure Jungs dabei, will ich mal sagen. Allein halt auch wegen den Keepern. Ich meine, so ein De Gea dann. Gucken wir nochmal ganz kurz rein. Danach gehen wir nochmal natürlich auf das Team ein. Ja, hier zum Beispiel Kante, Wadi alleine und Mahrez. Alleine durch den Leicester-Hype. Alleine deswegen kosten die alle viel. Gut, Kante geht sogar noch. Aber dann haben die hier noch einen Özil drinnen, einen Payet. Ich denke mal, Payet ist auch nicht ganz so billig. Tschech vielleicht nicht ganz so teuer. Aguero haben sie drinnen, De Gea haben sie drinnen. Also BPL hat, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr teures Potenzial gehabt. Aber es geht klar, Bundesliga hat jetzt nicht unbedingt wenig. Sollte auf jeden Fall in Ordnung gehen. So, gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Wir waren bei Kostic, Mkhitaryan natürlich drin, Mkhitaryan als Winger. Ja, was willst du sagen, mit den Werten kann man mal machen, ne? 92 Pace, 94er Dribbling, 85er Schuss, 82 Physics, 92er Passwert. Pornöse Werte, würde ich sagen, also da spricht mal gar nichts gegen. Douglas Costa, das war gestern so ein kleines Pro-Kontra-Thema. Also wir waren uns alle nicht so ganz sicher, ob er reinkommt. Keine Frage, dass er eine herausragende Hinrunde gespielt hat. Die Rückrunde hingegen war aber so lala. Aber ich habe dann auch gestern gesagt, es könnte gut sein, dass trotzdem die Hinrunde ausreicht, dass er trotzdem reinkommt. Weil die Hinrunde war halt außergewöhnlich gut, die Rückrunde dann durchschnittlich, will ich mal sagen. Nicht ganz so prickelnd, aber natürlich eine Hinrunde ist auch wichtig in so einer Season. Und diese Hinrunde war halt verdammt, verdammt stark. Und deswegen hat er sich den Team of the Season eigentlich auch verdient. 95 Pace, 92 Dribbling, 5 Sterne Skills natürlich, 86er Schuss, 91er Pass, 72 Dribbling. Der Kerl wird schön, schön teuer werden. Ich weiß gar nicht, was hat sein letzter Inform, was kostet er aktuell? Gucken wir mal rein. Boah, gar nichts, Alter. Der kostet ja gar nichts mehr. Der letzte Inform ist so auf 170 oder sowas. Obwohl auch nicht viele auf dem Markt sind. Aber Team of the Season, müssen wir nicht drüber reden. Der hat nochmal um einiges bessere Werte. Obwohl die Stats, ich muss sagen, der hat Overall plus 5 bekommen. Aber so die Stat-Anpassungen sind jetzt gar nicht so krass. Also ich meine, Pace, okay, plus 3, aber da ist er ja eh schon hoch gewesen. Aber auch sowas wie Schuss. Er hat nur, in Anführungszeichen, nur 4 Punkte im Schuss dazu bekommen. Was für 5 Overall-Stat-Punkte mehr relativ wenig ist. Dafür aber im Passwert hat er 9 dazu bekommen. Physics, auch so lala, 6 Punkte. Dribbling, 4 Punkte. Also es ist natürlich ein Upgrade, klar, keine Frage. Wir können das Ganze mal mit einem Mkhitaryan vergleichen, ob der ähnlich schlecht geupgradet wurde, will ich mal sagen. Ne, das ist jetzt Fipsilam, wartet. Ihr seht das zwar nicht, aber ich erzähle euch ja, was ich sehe. So, Mkhitaryan. Ja, Mkhitaryan hat plus 5 Schuss bekommen, 4 Pace, 4 Dribbling, 6 im Passen und nochmal 5 in Physics. Also auch nicht so übertrieben krass. Also jetzt für den Unterschied zwischen dem Overall-Rating und den einzelnen Stats. Ich glaube, da gab es schon heftigere Team of the Seasons. Aber sehen auf jeden Fall beide Hammer aus. Müssen wir nicht drüber reden. Aber vielleicht hätte ich sogar Costa, keine Ahnung, wenn er so einen 88er Schuss gehabt hätte. 93, 94 Dribbling. Wäre vielleicht nochmal geiler gewesen. Und vor allem Dribbling. Ich meine, Costa 92 Dribbling. Mkhitaryan 94. Hätten den Costa vielleicht auch auf 94 drücken können. Natürlich muss man sehen, so ein einziger Stat hat viele Unterstats. Also Dribbling ist ja aufgeteilt in... ich habe es gerade nicht im Kopf. Ja, ja, FIFA-YouTuber, Twitcher, aber hat noch nicht mal im Kopf, was alles dazugehört. Warte, ich kann es euch gleich sagen.
Weil die Stats sind ja nochmal unterteilt. Das, was ihr auf der Karte seht, ist ja nicht alles, was ihr seht. Weil zum Dribbling gehört nämlich Agilität, Balance, die Reaktion, Ballkontrolle und dann nochmal einzeln das Dribbling. Diese 5 Stats sind zusammengefasst in den 1 Stat Dribbling. Das heißt, einige können sich jetzt fragen, oh, eigentlich müsste Costa doch mehr als Mkhitaryan haben. Aber wahrscheinlich hat einfach, mal gucken, was Costa für einen schlechten Wert hat. Ich denke mal, da gibt es irgendeinen schlechten Wert bei Costa, der dann sozusagen das Dribbling unter Mkhitaryan seinen Wert setzt. Douglas Costa, gucken wir uns mal die Goldkarte an. Ja, er hat 77 Reaktionen zum Beispiel, die Goldkarte. Das ist jetzt nicht die Team of the Season Karte. Jetzt gucken wir uns mal die Reaktion von Mkhitaryan an. Und der Mkhitaryan hat nämlich Reaktionen von, seine Goldkarte vergleichen wir natürlich auch. Der hat zum Beispiel 83er Reaktionen und hat auch eine höhere Agilität. Und deswegen ist der Overall-Wert jetzt bei Mkhitaryan höher. Aber ich denke mal, im Spiel sollte sich das eh nicht groß ausmachen. Ob jetzt 94, 92, egal. Müller, natürlich absolute Maschine. Der soll ein krasser Mittelstürmer ZOM sein. Also mit den Werten Dribbling, Schuss, Pass, Physics, Pace, alles einfach. Sieht sehr nice aus. Lewandowski natürlich auch eine ziemliche Wumme mit 99er Schusswert, 97 Dribbling, 90er Pace dazu noch, knapp eine 90er Passwert, 94 Physics. Sieht aus wie die absolute Maschine. Ist auch 98er Overall und ja, sieht absolut biestig aus. Bitch Bamiyang, 93er. 99 Pace hat er natürlich immer noch. Ich glaube, der letzte Inform hatte auch schon 99 Pace. Gucken wir nochmal ganz kurz, ob ich keine Scheiße erzähle, aber ich glaube schon. Ja, hat er auch schon 99. Jetzt aber noch ein 95er Schuss, 88er Pass, 91 Dribbling, 83 Physics. Absolutes Biest. Jetzt wird es dann schon ein bisschen lower hier. Karius haben wir noch, okay. Zulu sieht schon nice aus. Also, es wird aber auch so ein Verteidiger sein, der kostet nicht viel. Ich meine, das ist so eine durchschnittliche 83er Goldkarte, will ich mal sagen. Deswegen, der wird nicht teuer sein. Baumgartlinger sieht eigentlich auch relativ nice aus. Kann man vielleicht mal im ZDM testen. Solide Werte, jetzt nicht unbedingt nach vorne, aber nach hinten kann er es. Kalou ist ein bisschen problematisch, weil er ist LM. Ich glaube, der wird nicht sonderlich viel Zuspruch finden, leider Gottes. Aber man kann natürlich mal testen. 4 Sterne Skills hat er ja auch, aber der als Stürmer wäre knackig gewesen. Aber so als Nicht-Stürmer, nicht ganz so Hammer. Rupp hier noch, Chicharito. Chicharito, da fehlen so ein bisschen die 4 Sterne Skills. Aber hat natürlich krasse Werte, 91 Pace, 91er Schuss. Nicht schlecht, die anderen Werte sind so lala, Durchschnitt. Raphael sieht auch gut aus, guter Schuss, Passwert, Dribbelwert, 4 Sterne Skills natürlich, 5 Sterne schwacher Fuß, 75 Physics und einen soliden Pace-Wert. Könnte auch ein guter ZOM sein, vor allem durch seinen 89er Passwert natürlich. Christensen haben wir noch hier am Stissel. Joa, ich würde sagen, solider Silberverteidiger mit krassen Defense-Stats. Matip ist das ähnliche wie bei Zulu circa. Hat natürlich solide Werte, aber jetzt auch nichts, was ihn jetzt verdammt teuer machen wird. Da Forsberg ist auch noch hier mit am Stissel. Wieso ist denn der eigentlich hier mit drin? Keine Ahnung, ist er auf jeden Fall. Dahoud ist noch mit drin. Dahoud sieht auch ganz knackig aus. Der letzte Inform war auch schon ganz nice, aber ist jetzt auch nichts, was sich vom Hocker haut. Dadurch, dass er auch Gold ist, wird er nicht teuer sein. Und ja, bin ich mal gespannt, was er so kosten wird. Und dann noch Sandro Wagner als Silberstürmer. Und ja, da muss man jetzt nicht so viel zu sagen. Sieht relativ FIFA-technisch gesehen schlecht aus. Wird daher wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel kosten. Und ja, ich bin mal gespannt. Das ist auf jeden Fall das Bundesliga-Team of the Season. Und wenn ihr Bock habt, heute Abend schon ein paar Jungs spielen zu sehen, beziehungsweise erstmal sehen wollt, wie ich welche packe, weil ihr könnt euch sicher sein, ich werde heute Abend was packen. Also ich habe natürlich schon vorbereitet. Wir werden ordentlich ziehen. Schönes Pack-Opening geht direkt um 19 Uhr los, wenn dann die Jungs in den Packs verfügbar sind. Ab 18 Uhr machen wir wahrscheinlich schon nochmal so eine kleine Spielerbewertung. Das haben wir das letzte Mal auch gemacht. Beim Most Consistent war das, glaube ich.
so eine kleine Spielerbewertung bei mir im Studio. Und danach werden wir dann natürlich, sobald das Pack-Opening dann irgendwann durch ist, wird natürlich so ein... Ich meine, die Packs, gerade wenn alles frisch ist, ist schon geil. Und da werden wir auf jeden Fall was testen. Vielleicht machen wir dann ein kleines Bundesliga-BPL-Hybrid. Da hätte ich nämlich Bock drauf, weil wie gesagt, auch aus der Bundesliga habe ich noch nicht alles gespielt. Aus der BPL habe ich noch nicht alles gespielt, noch nicht mal annähernd alles gespielt. Weil ich war ja eine Woche krank und da habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Und da könnte man eigentlich ganz schön ein kleines BPL-Bundesliga-Hybrid machen. Na, ob es für so einen Lewandowski heute schon reicht, weiß ich noch nicht. Also, weil das Ding ist halt einfach, wenn ich ihn ziehen sollte. Haben wir zum Beispiel gestern auch gemacht. Gestern haben wir Mahrez gezogen und Lukaku, haben direkt mit den beiden Team gebaut. Aber sollte ich jetzt kein Lever ziehen, dann werde ich da natürlich nochmal einen Ticken warten. Aber wir werden viel, viel spielen können. Da könnt ihr euch sicher sein. Und ich bin mir sicher, dass wir einen von den Big Boys ziehen werden. Ich habe es im Gefühl und mein Gefühl täuscht mich nie. Und ja, ich würde sagen, ich weiß nicht genau, wie lang das Video jetzt schon ist. Ist, glaube ich, noch gar nicht lang oder so. Aber ich will es auf jeden Fall noch vorm Stream hochgeladen haben. Deswegen machen wir jetzt hier den Schlussstrich. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, kommt auf jeden Fall vorbei. Ab 18 Uhr ist der Stream online. twitch.tv/lpmassive. Natürlich unten in der Beschreibung auch der Link. Könnt ihr vorbeischauen. Und ja, dann haben wir heute Abend ein bisschen Spaß zusammen. Ich denke mal, es wird knackig werden. Ich habe auf jeden Fall viel, viel Bock drauf. Und ja, ich würde sagen, wunderschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Einblick schon mal, bevor das Team of the Season da ist. Wenn ja, lasst doch ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Und wollen wir mal hoffen, dass der Massive jetzt mal wieder ein bisschen solideren Video-Output hinbekommt. Und ich würde sagen, bis später. Wir sehen uns in einer Stunde circa. Na gut, ich weiß nicht ganz genau. Wenn ihr das Video erst um 10 vor 6 seht oder vielleicht um 10 nach 6, dann sind wir sogar schon online. Also schaut vorbei. Wir sehen uns, Jungs. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut. Ciao.